Montag, die 13. Tag im Monat Schwat. Der Rambam erzählt uns heute über die Mitzvah von Tzedakah. Ein Mensch wird nie verlieren durch Tzedakah. Er wird nur verdienen. Der Mensch gibt Tzedakah, er macht, was es gerechtigt. Es gibt 8 Ebenen in Tzedakah. Die allerhöchste Ebene ist, jemandem zu helfen, wieder auf die Beine zu stehen. Ein Job für ihn finden, oder Geld zu ihm leihen, damit er ein Business beginnen kann, oder Geld ihm geben, damit er ein Business beginnen kann. Also ihm helfen, sich selber zu helfen. Zweite Ebene ist, wenn der Geber weiß nicht, wer der Empfänger ist, und der Empfängergeist weiß nicht, wer der Geber ist. Die dritte ist, wenn der Geber weiß nicht, wer der Empfänger ist, aber der Empfänger weiß doch, wer der Geber ist. Die vierte ist, wenn der Geber weiß, wer der Empfänger ist, aber der Empfänger weiß nicht, wer der Geber ist. Die fünfte ist, wenn beide wissen, aber man gibt vor dem, was man gebetet hat. Die sechste ist, man gibt nach dem, was man gebetet hat, aber man gibt es mit Freude. Die siebte ist, man gibt es, aber ohne Freude. Und die achte ist, man gibt es gegen die Wille. Man will es nicht, aber trotzdem wird gemacht. Die Mitzvah von Tzedakah ist Shkula keneged kol ha-Mitzvot. Das ist wie, man legt alle Mitzvot in die Tora auf eine Seite die Waage und Tzedakah auf die andere Seite die Waage, ist das die gleiche. Deswegen ist Tzedakah eine der größten Mitzvot. Steht in Tanja, jeder soll geben Tzedakah. Auch jemand, ein armer Mensch, bekommt Tzedakah, soll auch Tzedakah geben. Tzedakah muss es sein nur mit Geld. Es gibt Tzedakah, es gibt Midot Chesed, jemand helfen. Steht in Tanja, ein Mensch, der Tzedakah gibt, er nimmt es von seinem Geld, was er sozusagen dafür hart gearbeitet hat. Und er gibt Tzedakah, das ist besonders geschätzt bei Hashem. Weil Tzedakah ist die Idee von nehmen Materialismus und nutzen das für spirituelle Zwecke. Heute ist in Hayyem Yem, der Rebbe sagte, der Tzemach Tzedek hat gesagt zu der Rebbe Maharaj, als er 7 Jahre alt war. Was unterscheidet ein Mensch von einem Tier? Gott hat gemacht einen Mensch und er geht, die Kopf ist immer die Körper. Bei einem Tier, die Kopf ist die gleiche Ebene wie die Körper. Ein Mensch muss immer nach oben schauen. In seinem Kopf müssen immer Gedanken sein von oben, von Gott und von spirituellen Bedeutung.